Gerade hat sie ihren neuen Film Pistolera in Hollywood abgedreht. Und nun besucht Romina Di Lella Daniel Rodan im Europa Center Berlin. Ich freue mich heute hier zu sein bei Daniel Rodan in Charlottenburg und es geht um den Film Pistolera. Und jetzt sitzt die tolle Romina vor mir und erzählt über diesen erfolgreichen Film. Ja, erzähl mal, wie war der Film? Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, es geht wie im wahren Leben um Liebe, Leidenschaft und Rache. Pistolera muss mit ansehen, wie ihre geliebten Eltern umgebracht werden. Seither wird sie dann von leidenschaftlicher Rache und den alttestamentarischen Satz bestimmt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da stehe ich auch 100% dazu. Wow, das hört sich nach Drama und nach leidenschaftlicher Liebe an. Ja, Romina, worum oder eher gesagt, wer spielt noch alles in dem Film? Ich hatte das große Vergnügen, an der Seite von Danny Trejo und Robert Davi spielen zu dürfen. Beide sind Hollywood-Schauspieler mit großen Namen. Danny Trejo kennt man durch Machete und From Dusk Till Dawn von Robert Rodriguez, wo auch Quentin Tarantino mitgespielt hat. Und Robert Davi ist der Bösewicht in James Bond License to Kill. Regie führte Damien Chapa, bekannt durch Blood in, Blood out. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mich natürlich bei meinem ganzen Cast und Crew bedanken. Ohne die wäre dieser Film gar nicht zustande gekommen. Natürlich möchte ich mich auch ganz herzlich bei Dani Rodan bedanken für die wunderbaren Kostüme, die er kreiert hat, extra für Pistolera. Auf diesem Wege vielen Dank an allen, die mein Projekt unterstützt haben. Ja, das sind alles tolle Namen und auch vor allem bekannte Leute, die du gerade genannt hast. Echt toll, dass du da so einen erfolgreichen Film mit denen spielen konntest. Ja, wie waren denn die Dreharbeiten zu Pistolera? Ja, dank meiner Erfahrung als Executive Producer in meinen vorigen Filmen Love, Hate and Security und Enemy Within konnte ich ganz anders an mein neues Projekt rangehen. Bei Pistolera allerdings bin ich zum ersten Mal Drehbuchautorin meines eigenen Films. Also die Dreharbeiten waren sehr aufregend, anstrengend, aber auch sehr schön. Wie du dir vorstellen kannst, hat mir die Rolle der Pistolera alles abverlangt. Ich habe alle meine Stunts selbst gedreht und es war eine super Erfahrung auf jeden Fall. Es wurde auch ein Musikvideo gedreht zu dem Soundtrack von Pistolera, was ich eingesungen habe. Da allerdings habe ich selbst Regie geführt. Wahnsinn, was du alles kannst und was du alles zusammen in einem gemacht hast. Ich sehe auch gerade, Romina, du bist in einem tollen Lederoutfit. Wie kamst du zu Daniel Rodan? Auf Daniel kam ich sofort. Also Pistoleras Figur entspricht Daniels Style. Und wir kennen uns schon sehr lange. Ich wusste auch, dass er schon viele Stars wie zum Beispiel Tina Turner und Charlize Theron ausgestattet hat. Und das war natürlich nicht der ausschlaggebende Grund. Aber ich wusste einfach, dass er sein Handwerk wie kein anderer versteht und meine Vision blind umsetzen wird. Und außerdem finde ich, dass wir Berliner Pflanzen zusammenhalten sollten. Ja, du siehst wunderbar aus in diesem tollen Outfit. Vor allem auch in dem Trailer sieht man, dass es hauptsächlich auch wirklich Leder ist, was du anhast. Ja? Hast du eine Affinität auch privat zu Leder? Privat mag ich es sehr gerne klassisch, beziehungsweise elegant, was zum Beispiel Daniel Rodan auch in Leder umsetzt. Dann auch sehr gerne Leder. Ja, steht dir unheimlich gut. Romina, wann kommt der Film in Deutschland raus? Die Weltpremiere wird in L.A. stattfinden, da es eine Hollywood-Produktion ist. Sobald der Film aber nach Deutschland kommt, sage ich euch natürlich zuallererst Bescheid. Der Film wird jedoch zuerst im englischen und spanischen sprechenden Raum vermarktet. Ja, da freuen wir uns natürlich drauf. Romina, was sind deine Zukunftspläne? Ja, ich möchte natürlich weiter vor und hinter der Kamera stehen, weitere Drehbücher schreiben und natürlich Pistolera 2 drehen. Das wäre dann mein vierter eigener Film und darauf freue ich mich heute schon.
In meinem ganzen Film stand ich nicht nur vor der Kamera, sondern habe mich um die gesamte Produktion gekümmert. Ich habe meine Firma N1 Production gegründet, um meine Filme und Musik zu produzieren. Ja, Pistolera 2, da freuen wir uns natürlich auch drauf. Deine Traumrolle? Ja, natürlich Pistolera 2. Pistolera ist schon eine Traumrolle. In Teil 2 soll es dann nicht nur um leidenschaftliche Rache, sondern auch um Liebe und Versöhnung gehen. Es sind Gespräche vorhanden, aber ich will nicht allzu viel jetzt verraten. Aber natürlich würde ich auch gerne das nächste James Bond Girl sein. Also man wird ja noch träumen dürfen. Ja, sehr, sehr schön. Vor allem wünsche ich dir alles, alles Liebe und Gute und weiterhin viel Erfolg für die weiteren Filme. Und ja, wir freuen uns, dass wir dich demnächst auch in dem zweiten Teil von Pistolera sehen. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Dankeschön. So, jetzt habe ich hier den guten Daniel Rodan neben mir sitzen und jetzt erzählt er mal, du hast die Romina ausgestattet für den tollen Film Pistolera. Ja, war tolle Erfahrung. Ich finde es ja toll, wenn aus dieser Stadt auch wirklich, sie hat ja vorhin Berliner Pflanze gesagt und ich kann das nur unterstreichen, wenn also aus dieser Stadt jemand hervorkommt und dann auch erfolgreich ist und wenn jemand so professionell agiert wie Romina. Ja, Wahnsinn. Du bist bekannt in Berlin für dein Leder. In was für ein Outfit hast du denn die Romina gesteckt? Also, das ging gar nicht. Ich habe sie nicht gesteckt, sie hat sich nicht stecken lassen, sondern sie hat das selber sozusagen selbst performt, hat selber gesagt, das bin ich in diesem Film, in dieser Rolle und. Und insofern, da durfte ich ganz demutsvoll den Dienstleister machen und das habe ich dann auch gerne getan. Ja, kann man diese Klamotten bei dir anfertigen lassen in diesem Lederdesign, falls noch andere Schauspieler kommen und demnächst sagen, so, ich möchte gerne ein Outfit für die weiteren Teile? Ja gut, das mache ich jetzt seit 37 Jahren. Also wir sind ja in der Tat Dienstleister. Das heißt also, ob jetzt ob die Bee Gees jetzt gekommen sind oder Nena oder Scorpions oder. Da machen wir ja nicht das, was wir wollen, sondern wir machen immer das, was zum Kunden passt. Und das ist das uralte Sprichwort, der Wurm muss also nicht dem Angler, sondern dem Fisch schmecken. Und das versuchen wir auch umzusetzen. Und ich finde, da macht man sich auch überhaupt nicht klein. Das ist eine wunderbare Geschichte, wenn man sozusagen dem Auftraggeber als Hommage das richtige Produkt verkaufen kann. Ja, es sieht an der Romina super aus. Ja, dazu muss ich aber was sagen. Also das ist bei ihr nicht schwierig, weil auch ein Sack von Kartoffelkronen würde da wunderbar aussehen. Also insofern hätte sie wahrscheinlich alles anziehen können, egal was. Dass ihre Wahl jetzt auf uns gefallen ist, ist natürlich eine besondere Hommage und das finde ich auch sehr schön, da bedanke ich mich auch für. Ja, Daniel Rodans Klamotten in Hollywood. Wir freuen uns und ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Ja, danke auch.